Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BlackBerry Base Podcasts. Die Woche war etwas ruhiger für uns, trotzdem gab es natürlich die ein oder andere Meldung, die wir gepostet haben. Fangen wir auch direkt mit der ersten an. Pragmatist hat einen wunderbaren Artikel geschrieben zu dem Thema Backdoors für Apple und WhatsApp, Katastrophe für User. Auch WhatsApp wurde aufgefordert, seinen Messenger so zu modifizieren, dass US-Behörden Echtzeitzugriff erhalten und die Verschlüsselung somit komplett ausgehebelt wird. Man fordert also generell Hintertüren in den verbreiteten Kommunikationsprogrammen bzw. in den Geräten selber. Der US-Präsident Obama, seiner Liberalität wegen sicher nicht der Liebling der Militärs und der heimischen Geheimdienste, hat sich zur Verschlüsselung folgendermaßen geäußert. Eine so stark wie mögliche Verschlüsselung mit einer maximal sicheren Entschlüsselung, auf die eine kleinstmögliche Zahl von Menschen bei wenigen wichtigen Anlässen Zugriff hat. Begründet wurde diese Forderung folgendermaßen. Wenn etwas wirklich Schlimmes geschieht, dreht sich die politische Situation. Dinge passieren überstürzt und Sachen gehen durch den Kongress in gefährlicher und undurchdachter Form. Die betroffenen Unternehmen, selbst wie Apple, Google, WhatsApp bzw. Facebook und wie sie alle heißen, noch versuchen sie, sich standhaft zu wehren. Doch wie weit wird dies gehen? Bis Milliarden Dollar Ordnungsgeld drohen? Bis Mark Zuckerberg und Tim Cook in Beugehaft kommen? Oder wird die Entwicklung und Verteilung dieser Apps einfach aus den USA ausgelagert? Seht euch am besten selbst den gesamten Artikel bei uns auf der Base an. BlackBerry Services für das Priv erhalten Update. Für die BlackBerry Services des Priv ist ein Update mit kleineren Fehlerbehebungen erschienen. Die BlackBerry Services kontrollieren alle auf dem Gerät installierten BlackBerry-Anwendungen. Das Update lässt sich nun über den Google Play Store laden. Das Changelog gibt bisher leider auch nur kleinere Fehlerbehebungen an. In dem Artikel bei uns auf der Base findet ihr den Button für den Download. BlackBerry Base, das Fanshirt jetzt erhältlich. Wir hatten ja schon die Aktion angekündigt, dass ihr bei uns ein Fanshirt zur BlackBerry Base kaufen könnt mit unserem Logo auf der Vorderseite. Nach Unstimmigkeiten mit Teespring ist die Kampagne mit unserem Fanshirt jetzt tatsächlich auch wieder online, das Shirt somit also erhältlich. Alle, die bereits bestellt haben, möchten wir bitten, eure E-Mails zu überprüfen, ob die Bestellung storniert wurde, um diese gegebenenfalls erneut aufzugeben. Wie bereits beschrieben, ist das Shirt in schwarz mit unserem Logo auf der Vorderseite sowie dem Schriftzug BlackberryBasin.net auf der Rückseite. BlackBerry und Exclusive Networks – Zusammenarbeit. Wie bekannt wurde, vertieft BlackBerry seine Vertriebskooperation mit Exclusive Networks. Waren bisher Australien und Skandinavien die Gebiete, wo man zusammengearbeitet hat, kommen jetzt auch Benelux, Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie Großbritannien hinzu. Exclusive Networks wird das gesamte Enterprise-Portfolio von BlackBerry seinen Businesskunden anbieten. Der COO von Exclusive Networks, Barry Desmond, sagte, BlackBerry habe neue bahnbrechende Technologien entwickelt und sei seit langen Jahren führend. Es ergeben sich hieraus gute Geschäftsmöglichkeiten, die man mit den Kunden realisieren wolle. BlackBerry bewirbt Voice-over-IP-Dienst für das Priv. BlackBerry wirbt auf dem hauseigenen Blog für einen Voice-over-IP-Dienst, nachdem dort bereits schon Skype for Business vorgestellt wurde. Diesmal nennt BlackBerry den Tango Networks Communicator und zählt die Vorzüge der Anwendung auf. Tango ist natürlich auch für OS 10 erhältlich. Weitere Informationen im entsprechenden Artikel bei uns. BlackBerry, eine der häufigsten Marken in House of Cards. Fans der Netflix-Serie House of Cards werden es schon länger bemerkt haben. Nun hat das Marktbeobachtungsunternehmen Concave Brand Tracking festgestellt, dass in der neuen Staffel der Show BlackBerry eine der am häufigsten gesehenen Marken ist. Wenn es darum geht, wie die Marke BlackBerry in der Sendung dargestellt wird, stellt Concave Brand Tracking fest, dass diese vor allem als professionelle Marke in einem Umfeld von Politik und Regierung auftritt. Eine andere Beobachtung aus dem Crackberry-Forum stellte fest, dass es sich bei den gezeigten Geräten tatsächlich hauptsächlich um Legacy-Geräte handelt, also Geräte vor dem aktuellen BlackBerry 10, diese jedoch in der Sendung ein BlackBerry 10-System zeigen. Interessant auch die Tatsache, dass Fans der Serie, welche ein iPhone nutzen, für den von Hauptdarsteller Kevin Spacey genutzten Klingelton stimmungsvoll Geld ausgeben. Auf BlackBerrys ist dieser natürlich vorinstalliert. BlackBerry bekennt sich weiter zu Entwicklern und Nutzern. Auf BlackBerrys Blog ist ein Artikel erschienen, in welchem ein weiteres Bekenntnis des Unternehmens zu den Entwicklern und Nutzern bekräftigt wird. Der Autor schreibt hier Folgendes. Die App-Landschaft entwickelt sich weiter und das in Richtungen, welche nicht immer unserer Kontrolle unterliegen. Kürzlich hat Facebook die Entscheidung bekannt gegeben, den Support für ihre wichtigsten Programmschnittstellen unter BlackBerry einzustellen. WhatsApp verkündete ebenfalls das Ende auf BB10 und BBOS bis zum Jahresende. Wir sind sehr über diese Entscheidung enttäuscht, da wir wissen, dass viele Nutzer diese Anwendungen lieben. Wir haben mit WhatsApp und Facebook gekämpft, um ihre Meinung zu ändern. Aber zu diesem Zeitpunkt steht ihre Entscheidung fest.
Trotzdem haben wir hart daran gearbeitet, um sicherzustellen, dass unsere Endkunden die besten Erfahrungen im Lichte dieser Entscheidung haben und werden auch weiterhin nach alternativen Lösungen suchen. Unser Engagement für BlackBerry 10 und den Entwicklern hat sich nicht verändert. Wir wissen, dass unsere Entwickler-Community eine der stärksten Befürworter von BlackBerry 10 darstellt und diese jeden Monat Tausende von Anwendungen schaffen. Als ein Weg, um sie zu unterstützen und neue Anwendungen zu fördern, sammeln wir nun einige der besten nativen Anwendungen in der BlackBerry World in einer Liste namens Great Apps on BlackBerry. In dieser Kategorie wird es eine Liste von 20 Anwendungen geben, vorgestellt für 2 Wochen, einmal pro Monat, ähnlich wie wir Anwendungen in dem BlackBerry World Karussell vorstellen. Wir setzen auch weiter alles daran, in Anwendungen zu investieren, die Usern besonders wichtig sind. Solche wie das Update für die Twitter-App, welches kürzlich veröffentlicht wurde und wichtige Fehlerbehebungen enthält. Ein weiteres Update mit neuen Funktionen kommt im Laufe des Monats. Dies stellt sicher, dass unsere vielen BlackBerry 10-Kunden das beste Betriebssystem und Anwendungen wie möglich haben. Wir freuen uns auf neue Anwendungen und neue Kunden auf der BlackBerry 10-Plattform und danken unserer Entwickler-Community für ihre weiterhin starke Unterstützung. Neue BBM-Beta veröffentlicht. Für Teilnehmer des BlackBerry Messenger-Beta-Programms steht heute eine neue Version zum Download zur Verfügung. Diese bereitet auf die bevorstehende Veröffentlichung des Messengers in der Version 10.1.3 vor. Neue Funktionen wurden ebenfalls hinzugefügt, als da wären zum einen die Möglichkeit zum Weiterleiten von Nachrichten, das Schreddern, also vollständige Löschen eines Chats, sowie ein aktualisiertes Aussehen von Prioritätsnachrichten. Der Download ist 32,1 MB groß und sollte ab sofort allen Teilnehmern an dem Beta-Programm zur Verfügung stehen. Weiterhin ist das zubuchbare Paket Datenschutz und Steuerung in dieser Beta-Version ab sofort kostenlos. Die bisherigen monatlichen 89 Cent entfallen nun. Zu guter Letzt haben wir gestern Abend noch eine Eilmeldung gepostet. CEO John Chen liebt BlackBerry OS 10. Gerade frisch eingetroffen auf Twitter, Twitter-User Rob Jan oder so ähnlich, schrieb: "Sometimes I may be angry, but I couldn't give up BlackBerry. It's still the best devices of the world. Don't give up BB10, John." Auf Deutsch: "Manchmal könnte ich wütend werden, aber ich werde BlackBerry nicht aufgeben. Es sind immer noch die besten Geräte der Welt. Gib OS 10 nicht auf, John." John Chen twitterte sogar tatsächlich zurück mit einem tollen Statement: "I'm not giving up on BB10, love it myself, use it every day. Others might be dropping their support." Auch wiederum auf Deutsch: "Ich gebe BB10 nicht auf, ich liebe es und ich benutze es jeden Tag. Andere würden den Support aufgeben." Tolle Nachrichten also für User von BB10, was uns hoffentlich eine Perspektive gibt, dass BB10 tatsächlich weiterentwickelt wird. Das soll es auch erstmal wieder für diese Woche gewesen sein. Ich freue mich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, dass ihr unseren Channel abonniert und wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank!